Warum hat Minecraft 12 seiner Mitarbeiter gefeuert? Warum sind der Wither und der Enderdrache die einzigen Boss-Mobs? Das ist der Mythos von Giant Steve. Nummer 1. Wir erschaffen die neue Welt im Überlebensmodus, deaktivieren die Cheats und verwenden diesen Seed. Diese Zeichen bedeuten so viel wie Giant Steve in Morsecode. Zuerst dachte ich, das sei ein weiterer Mythos, der nicht wahr ist. Dann las ich aber die Berichte der Spieler über seine Sichtungen, die mich immer mehr vermuten ließen, dass er wirklich existiert. Jetzt werden wir herausfinden, ob diese Sichtungen wahr sind und ob es ihn wirklich gibt. In offiziellen Berichten heißt es, dass Giant Steve dich immer verfolgt. Aber warum tut er das? Okay Leute, wir sind im Spiel. Sehen wir hier schon etwas Seltsames? Ich sehe irgendwie nichts. Bis jetzt war nur der Seed wirklich seltsam, aber hier gibt es nichts zu sehen. Oder etwa doch? Wir haben die Welt gerade erst betreten, aber ich sehe einfach nichts, was nach dem Giant Steve aussieht. Abgesehen davon soll er ja auch riesig sein. Das heißt, wenn er hier sein sollte, dann müssten wir ihn eigentlich sofort sehen. Okay, er ist auf jeden Fall nicht hier. Vielleicht müssen wir die Welt aber durchsuchen? Schalten wir die Renderdistanz also mal hoch. Wow, schaut mal, wir können jetzt wirklich viel mehr sehen und so können wir den Giant Steve wahrscheinlich leichter finden. Also, wenn er überhaupt existiert. Das ist die höchste Renderdistanz, die in Minecraft möglich ist. Wir müssten also eigentlich in der Lage sein, ihn zu finden. Irgendwie. Nun ja, ich sehe auf jeden Fall immer noch keine riesige Kreatur. Der Giant Steve wurde ursprünglich von den Entwicklern im Geheimen programmiert, um der nächste neue Mob-Boss zu sein. Aber als Mojang die Entwickler entdeckte, die den Mob programmierten, wurden die Entwickler gefeuert und Mojang machte ihn schnell im Code unsichtbar, damit niemand dieses Geheimnis aufdecken würde. Okay, okay, okay. Aber wie soll ich ihn finden, wenn er unsichtbar ist? Wir können nicht einmal Befehle benutzen. Sollen wir einfach in die Luft schlagen, bis wir ihn finden? Oh, das macht auch keinen Sinn. Nein, okay, so kann das nicht funktionieren. Vielleicht schütte ich eine Flüssigkeit wie Milch auf ihn, dann können wir die Umrisse von Giant Steve sehen. Warte, Moment, was ist, wenn wir einfach F3 und B gleichzeitig drücken, um die Hitboxen zu aktivieren? Dann können wir alle Mobs sehen und Giant Steve ist ja einer von ihnen, weshalb wir ihn dann sehen könnten. Auch wenn er eigentlich unsichtbar ist. Natürlich ist seine Hitbox viel größer als die der anderen, aber Giant Steve wäre auch für uns sichtbar. Also, die Hitboxen sind an und alle Tiere wie Schweine, Schafe, Kühe und eigentlich alle Mobs können wir jetzt über eine Hitbox erkennen. Aber eine riesige Hitbox sehe ich nicht. Eigentlich müssten wir ihn doch so sehen, oder? Könnte es sein, dass es nicht funktioniert, wenn die Mobs unsichtbar sind? Okay, dann brauchen wir eine andere Möglichkeit, ihn aufzuspüren. Nachdem ich weitere Materialien besorgt hatte, begann ich Fallen für Giant Steve aufzustellen. Ich habe eine Menge Werfer und Druckplatten hergestellt und sie in den Boden platziert. Sobald jemand über die Druckplatte läuft, wird der Werfer aktiviert und ein Feuerwerk in die Luft geschossen, das uns alarmiert und signalisiert, wo der Giant Steve sich aufhält. Dann müssen wir nur noch schnell in die Richtung laufen, aus der das Feuerwerk kommt und sollten ihn sehen. Also gehen wir ein bisschen weiter weg und verstecken wir uns, damit wir das Feuerwerk sehen können, wenn es losgeht. Gleichzeitig sind wir aber auch in Sicherheit vor ihm. Okay Leute, jetzt müssen wir nur noch warten. Ich melde mich gleich wieder. Ich wartete und wartete und es gab kein Anzeichen dafür, dass Giant Steve wirklich existiert. Bis dann doch etwas passierte. Da Leute, das Feuerwerk, schnell hin. Der Giant Steve, er muss doch dort sein. Schnell, wir müssen das Schwert nehmen, denn wenn er dort ist, müssen wir es schaffen, ihn zu töten. Hey Leute, Bobby und ich haben ein echtes Weihnachtsgeschenk für euch. Passt gut auf. Heute ist in einem Kaufhaus etwas Unglaubliches passiert. Bobby, lauf! Hey, bleibt stehen! Oh Gott, schnell, hier lang! Da ist der Ausgang! Schnell! Betrug! Der hat doch selber geschummelt. Ist doch jetzt egal. Wir haben die Karten, Max. Wir haben sie. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Ticket gewährt Ihnen Eintritt in die Werkstatt des Weihnachtsmanns. Wir haben gerade echt ein Portal gebaut. Das ist so krass. Sollen wir da jetzt durchgehen? Auf jeden Fall. Der Weihnachtsmann wartet doch bestimmt schon auf uns. Das ist unser Hörspiel Bobby und Max, die Reise zum Minecraft-Weihnachtsmann. Das könnt ihr ab sofort kostenlos auf Spotify, Apple Music und allen anderen Streaming-Plattformen hören. Scannt dafür einfach diesen QR-Code oder benutzt die Links in der Videobeschreibung. Bobby und ich wünschen euch frohe Weihnachten. Ach und pst, auf dem QR-Code oder dem Link in der Videobeschreibung gibt es auch ein kostenloses Bobby und Max Weihnachtshintergrundbild für euer Handy. Schnell dorthin, schneller, schneller, dann werden wir gleich herausfinden, ob er gefährlich ist und wie gefährlich er ist. Okay, wir sind da, aber was ist das, ein Schaf? Warte, ist das genau die Stelle, von der das Feuerwerk in die Luft geschossen wurde? Oh Mann, es sieht so aus, aber es war in Wirklichkeit nur ein Schaf. Oh Mann, na warte, weg mit dir. Okay, die Falle ist also wirklich nicht ideal, denn alles, was auf die Druckplatte geht, aktiviert das Signal. Diese Falle funktioniert also nicht besonders gut, vor allem, weil wir nur einen kleinen Teil der Minecraft
Raphael mit Werfern und Druckplatten ausgestattet haben und er eventuell gar nicht hier vorbeikommen wird. Wie können wir es aber schaffen, den Giant Steve zu sehen? Ich hab's! Vielleicht können wir ihm etwas anbieten, das er will. Der Giant Steve wurde ursprünglich so programmiert, dass er seine Umgebung anders wahrnimmt als andere Mobs. Das heißt, wir können sogar über den Minecraft-Chat mit ihm kommunizieren. Aber er nutzt normalerweise keine Sprache, sondern nur Morsezeichen. Fragen wir ihn also einfach, wo er ist, oder? Dann schreiben wir einfach mal in den Chat und fragen. Mit diesem Online-Tool können wir Wörter in Morsecodes umwandeln. Also machen wir das einfach mal. Hallo, wo bist du? Okay. Jetzt lasst uns genau das in den Minecraft-Chat posten. Aber als Morsecode. 3, 2, 1. Giant Steve, kannst du das lesen? Da, im Chat. Er antwortet. Ja, gut, als ob, aber was soll das bedeuten? Okay, schnell noch einmal das Online-Tool aufrufen, um den Morsecode in normale Sprache zurückzuübersetzen. Daten? Wie? Hä? Was? Daten? Was soll das bedeuten? Warum antwortet er nur mit einem Wort? Will er Daten? Hä? Aber welche? Okay, Leute, ich habe eine Idee. Wir müssen ihn irgendwie anlocken und das geht am besten, wenn wir uns selbst als Köder benutzen. Ich weiß, das ist gefährlich, aber nur so können wir seine Aufmerksamkeit erregen. Er wird uns nicht sagen, wo er ist, also müssen wir ihm sagen, wo wir sind. Da er sehr aggressiv sein soll und gerne Spieler aufspürt und tötet, wird er sofort zu uns kommen. Er will Daten, damit er weiß, wo er in unserer Minecraft-Welt suchen muss, um uns zu finden. Okay, dann lass uns das einfach tun. Das ist sehr gefährlich. Wir deaktivieren unser Computerpasswort, die Firewall und den Echtzeitschutz unseres Computers und posten unsere IP-Adresse in den Chat. Aber Leute, bitte, bitte, macht das auf gar keinen Fall nach. Okay, passiert da schon was? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich dachte, er wollte Daten. Wir haben ihm die Daten gegeben. Und zwar die, wo wir sind. Wenn er auf unseren Computer zugreifen will, hat er jetzt die Möglichkeit dazu. Oh, wisst ihr was? Ich melde mich einfach bei euch, wenn was passieren sollte. Wow, okay, Leute. Ich habe eine andere Theorie, wie wir seine Aufmerksamkeit erregen können. Wir wissen bereits, dass er in unserer Minecraft-Welt ist, sonst hätte er nicht auf unsere Morsezeichen-Nachricht geantwortet. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo genau er sich aufhält. Und Kaninchen können dafür die Lösung sein. Ja, wirklich, Kaninchen. Sie sollen die einzigen Mobs sein, die unsichtbare Spieler sehen können. Ob das stimmt, werden wir gleich testen. Wir sind also schon komplett unsichtbar. Jetzt müssen wir nur noch auf ein Kaninchen zugehen und wir werden sehen, ob es stimmt oder nicht. Okay, hier ist ein Kaninchen. Perfekt. Nun, kannst du uns sehen? Oh, ja, schau, wenn wir auf es zugehen, läuft es von uns weg. Das funktioniert also. Wenn wir also unsere Minecraft-Welt mit Kaninchen füllen, werden sie vor dem unsichtbaren Giant Steve davonlaufen und wir müssen nur zu ihm laufen. Also Leute, so viele Kaninchen zu bekommen, dauert eine Weile, weil ich sie ja erst züchten muss. Also melde ich mich bei euch, sobald ich eine Menge von ihn habe. Oh, Leute, das waren vielleicht ein bisschen zu viele. Mein PC ist völlig überlastet. Es sind hunderte oder eher tausende von Kaninchen hier. Aber irgendwie kann ich nicht sehen, dass sie vor irgendwas oder irgendjemandem wie Giant Steve weglaufen. Leider kann ich jetzt nur ein kleines Gebiet mit Kaninchen füllen, anstatt die ganze Minecraft-Welt. Sonst würde mein Spiel wahrscheinlich völlig abstürzen und mein PC würde kaputt gehen und ich könnte nie wieder Minecraft-Videos für euch machen. Okay, diese Option funktioniert also auch nicht. Oder, Moment. Heißt es nicht, dass der Giant Steve nur dort spawnen kann, wo unser Spiel gerendert wird? Wir müssen also nicht die ganze Minecraft-Welt nach ihm durchsuchen oder Millionen von Kaninchen spawnen lassen. Alles, was wir tun müssen, ist die Renderdistanz auf sehr niedrig setzen. Wir haben es also die ganze Zeit falsch gemacht. Er sollte also, wenn wir die Renderdistanz runtersetzen, nur innerhalb unserer Renderdistanz spawnen. Jetzt müssen wir also nah an das Kaninchengehege herankommen, damit er genau dort spawnen kann, damit sich die Kaninchen bewegen und wir wissen, wo er ist. Habt ihr schon was gemerkt? Ist euch eine Veränderung im Verhalten der Kaninchen aufgefallen? Sie rennen von niemandem weg, oder? Doch, da, die Kaninchen rennen weg. Das muss er sein. Der Giant Steve, oder? Hier, sie rennen alle weg. Er muss hier sein. Lasst uns schnell unser Schwert nehmen und versuchen, ihn anzugreifen. Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt, wo wir drin sind, laufen auch die Kaninchen davon. Wo ist er hin? Ah, da, er ist nicht mehr unsichtbar. Lasst uns schnell eine Pfeilabschussanlage bauen. Jetzt wissen wir ja, wo er ist. Also all diese Werfer mit Pfeilen darin sind platziert und mit Redstone verbunden. Jetzt müssen wir nur noch den Hebel betätigen, um ihn zu töten. Oh, da ist er. Er greift uns an. Aua. Oh Mann, das tut weh. Schnell, wir müssen ihn umbringen. Wie viele Herzen hat er denn überhaupt? Oh Mann, Leute, er fügt uns so viel Schaden zu. Schnell weg, schnell. Wie können wir vor ihm wegkommen? Mit Blöcken? Schnell, schnell mit Blöcken einbauen. Schnell, 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 schnell. Bevor er uns umbringt. Oh nein, Hilfe.
Nummer 2. Warum wurden die Ghasts erschaffen? Warum gibt es die Nether Farlands und warum gibt es dort kein Licht? Das ist der Mythos Black Ghasts. Wir erstellen eine Welt im Überlebensmodus und deaktivieren die Cheats. Außerdem verwenden wir diesen Seed. Ich werde gleich erklären, warum wir genau diesen nehmen. Es ist so, dass die Ghasts erstmals in der Beta 0.12.1 ins Spiel kamen. Das letzte Mal wurde der Black Ghast in Version 1.12.2 gesichtet. Und wie ihr an diesen, alten Texturen sehen könnt, ist das die Version, die wir gerade verwenden. Den Seed, den wir vor der Erstellung der Welt eingegeben haben, ist sehr wichtig. Denn das ist der einzige Seed in dieser Version, in der diese Schmiede direkt am Spawn natürlich generiert wird. Diese Schmiede unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass sie eine Truhe mit genügend Obsidian und Eisen enthält, um sofort in den Nether zu gelangen. Aber was ist die Geschichte hinter dem Black Ghast? Der Black Ghast war der erste Beta-Bug-Test für den Ghast, den wir heute im Spiel haben. Es wird jedoch vermutet, dass ein Mojang-Mitarbeiter die Lichtstufe der Ghasts versehentlich auf -1 gesetzt hat. Aufgrund dieser Änderung fing der Ghast an, Lichtquellen im Nether zu absorbieren, bis es so dunkel wurde, dass unser Bildschirm stockdunkel war und Minecraft unspielbar wurde. Also werden wir jetzt in den Nether gehen und herausfinden, ob es ihn wirklich gibt. In der Truhe des Schmieds war genug Eisen, um einen Eimer herzustellen, mit dem wir dann ein Portal am Lavasee bauen können. Ihr seht schon, wie OP dieser Seed ist. Es ist zwar auch in anderen Welten möglich, aber dieser Seed ist der schnellste Weg, um es im Überlebensmodus zu schaffen. Also müssen wir jetzt nur noch das Wasser nehmen und das Portal im Lavasee bauen. Die Sache ist die, dass Mojang damals versucht hat, das Problem mit dem Black Ghast zu beheben. Sie haben sogar einen neuen Block, den Leuchtstein, in den Nether gebracht, um mehr Licht in diese Dimension zu bringen. Aber nichts hat wirklich funktioniert. Einige Ghasts haben aber weiterhin die Lichtquellen im Nether, gefressen, während andere das nicht taten. Der Mitarbeiter, der diesen Fehler versehentlich ins Spiel gebracht hatte, wurde entlassen und das Problem besteht seit Jahren fort. Okay, jetzt schütten wir den Lavaeimer an die Seite und schon haben wir das Portal. Und wir gehen durch. Wow, seht euch diese alten Texturen an. Der Nether sah ja früher noch viel gruseliger aus als heute. Ah, nein, wir werden angegriffen, was? Ist das schon der Black Ghast? Nee, zum Glück, er ist es nicht. Oh, es ist ein ganz normaler. Natürlich ist er normal, was habe ich mir nur gedacht? Selbst wenn er wirklich existieren würde, wäre er nicht hier. Es ist nämlich so, dass Mojang den Black Ghast in den Nether Farlands gefangen hält. Die sind 25 Millionen Blöcke vom Spawn entfernt. Wenn wir ihn also sehen wollen, müssen wir uns auf den Weg machen und 25 Millionen Blöcke laufen. Hoffentlich finden wir unterwegs eine Nether-Festung oder so etwas ähnliches, damit wir genug Materialien für unsere Abenteuerreise haben, denn das, was wir in unserem Inventar haben, reicht niemals aus, um im Nether zu überleben. Okay, aber 25 Millionen Blöcke, das ist wirklich ein weiter Weg. Sehr weit sogar. Vielleicht sollten wir in den Kreativmodus wechseln und uns dorthin teleportieren. Ich weiß, dass wir hier vielleicht ein bisschen schummeln, aber es dauert Tage, so weit zu laufen. Also Leute, teleportieren wir uns 25 Millionen Blöcke weit in den Nether, wo sie sich befinden sollen. Und wow, seht mal, das sind die Nether Farlands. Sie sehen so ähnlich aus wie die, die wir früher in der Oberwelt anstelle der Weltgrenze hatten. Wir müssen da rein. Ist das überhaupt möglich? Also in die normalen Farlands können wir nicht einfach reingehen, ohne dass das Spiel anfängt zu laggen. Aber hey, hier im Nether geht das anscheinend schon. Oh mein Gott, Leute, wir sind in den Farlands. Und der Black Ghast soll hier irgendwo leben. Oder er ist halt hier gefangen. Okay, wir müssen ihn finden. Und wow, die Welt hier ist einfach total kaputt. Das hier ist doch normalerweise unspielbar. Aber irgendwo muss er sein. Also der Black Ghast. Okay, wir laufen und laufen, aber irgendwie geht es immer weiter. Wie tief reichen denn bitte die Nether Farlands? Ich kann hier nichts Seltsames oder Unnatürliches entdecken. Doch, oh, wow, da! Die Ghasts, wo kommen die denn her? Oh Mann, schnell zurück, sie dürfen uns nicht umbringen. Wie kann es sein, dass mehrere Ghasts auf einmal aus dem Nichts auftauchen? Das Spiel laggt hier ein wenig, vielleicht ist es ein Glitch, aber hä, trotzdem. Okay, ich glaube, ich weiß, was gerade passiert ist. Es wird berichtet, dass zuerst mehrere normale Ghasts spawnen, sodass man den Black Ghast nicht sofort unter ihnen erkennen kann. Aber ich konnte ihn trotzdem nicht sehen. Ist er überhaupt da und existiert er überhaupt? Okay Leute, weiter. Es ist zu gefährlich. Die Ghasts sind noch am Leben, aber was sollen wir tun? Zurücklaufen? Bauen wir einfach einen anderen Gang daneben? Wenn ich mich nicht irre, ist der gar nicht so weit weg. Okay, Leute, wir haben uns gerettet. Weiter geht's. Aber es wird schwierig sein, den Weg zurückzufinden. Lasst uns auf jeden Fall Fackeln auf den Boden legen, damit wir den Weg zurückfinden können. Die plötzlich aufgetauchten Ghasts sind angeblich ein Zeichen dafür, dass der Black Ghast zur gleichen Zeit erschaffen wird. Aber irgendwie konnten wir ihn nicht sehen. Also, wo ist er? Oh,
Wartet, die Fackeln, warum brennen sie nicht mehr? Es heißt, dass der Black Ghast irgendwie alle Lichtquellen absorbiert. Wenn das der Fall ist, sollte der Leuchtstein hier doch auch nicht mehr leuchten, oder? Nein, er leuchtet noch. Wieso ist dann aber das Licht der Fackeln nach kurzer Zeit ausgegangen? War das die Bestie? Ich denke, wir sollten aufhören, Fackeln auf den Boden zu stellen, denn jedes Mal, wenn wir das tun, füttern wir den Ghast und machen ihn stärker, oder? Funktioniert das nicht so? Kein Licht. Die Fackel leuchtet überhaupt nicht mehr. Wie unheimlich. Okay, wir gehen weiter. Vielleicht finden wir etwas, das darauf hindeutet, dass es ihn wirklich gibt. Also irgendeinem Grund ist er gerade ja nicht gespawnt. Wow, schaut mal, da drüben eine Nether-Festung. Die sollte es ja eigentlich nicht geben. Und es gibt hier auch Lohn. Die sollten auch eigentlich nicht hier sein. Zumindest sagen die Spielerberichte, dass die Farlands so dunkel sind, dass selbst Mobs dort nicht spawnen wollen, obwohl sie ja normalerweise im Dunkeln spawnen. Und außerdem gibt es hier auch Zombie-Piglins. Hä? Die sollten ja auch nicht sein. Wobei hier auch Lava und Feuer sind, die ja die Farlands auch beleuchten. Oh mein Gott, Leute, hier ist ein weiterer Ghast. Nein, mehr als einer. Schnell, wir müssen sie töten, bevor wir sterben. Los, kommt. Leute, wir können es schaffen. Schaut her, noch mehr. Der Black Ghast muss sich irgendwo zwischen ihnen verstecken. Kommt, wir können sie leicht töten, wenn wir sie mit Feuerbällen treffen oder mit dem Bogen besiegen. Aber warum sind es denn wieder so viele von ihnen? Okay, nochmal schießen und... Oh, wir haben es geschafft, wir haben sie alle getötet. Das war ganz schön knapp. Mann, Leute, aber mal im Ernst, es gibt wirklich nichts Ungewöhnliches hier in den Farlands im Nether. Und schon gar keinen Black Ghast. Sind all diese Berichte also nicht wahr? War das alles nur ein Scherz von einigen Spielern? Oder ist an den Theorien vielleicht doch etwas dran? Mal ganz ehrlich, Leute, ich glaube wirklich nicht, dass dieser Mythos wahr ist. Oh, was? Was ist denn hier los? Mein Bildschirm. Er wird komplett dunkel. Warum wird mein Bildschirm dunkel? Was ist denn los? Oh, schaut da oben, der Black Ghast. Es gibt ihn wirklich. Oh Mann, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben doch gerade alle getötet und ihn nicht sehen können. Aber jetzt ist er da. Können wir ihn töten? Aber warum macht er immer wieder diese unheimlichen Geräusche? Und warum wird mein Bildschirm immer schwarz? Wo ist er denn hin? Oh Leute, er ist verschwunden. Das ist doch nicht wahr. Zumindest kann ich ihn nicht mehr sehen. Könnt ihr ihn hören? Oh Mann, diese unheimlichen Geräusche. Mein Bildschirm wird auch immer dunkler. Ich kann ihn hören, aber wo ist er? Was ist denn hier los? Das wird mir langsam alles zu viel. Was ist, wenn er zurückkommt, um uns zu töten? Wir müssen von hier verschwinden. Aber schnell. So schnell es geht. Schnell. Beeilung. Ich kann ihn nicht sehen, Leute. Wo ist er denn? Diese Geräusche sind so laut. Er muss ganz in der Nähe sein. Oh nein. Direkt vor uns. Wo kommt er denn her? Schnell wieder zurück. Hilfe. Wo gehen wir denn hin? Da ist der Black Ghast. Wir wissen nicht einmal, was er kann. Abgesehen von den Geräuschen und seinem gruseligen Aussehen. Was kann er denn noch? Seine Feuerbälle. Er ist mega aggressiv. Oh nein. Wir müssen die Feuerbälle nur treffen, um sie in seine Richtung zurückzulenken, oder? Dann können wir ihn töten. Das ist doch bestimmt wie bei den normalen Ghasts, oder? Oh, ja, geschafft, Leute. Oh Mann, das war einfach, oder? Oh nein, er kann sich von selbst wiederbeleben. Ist er unbesiegbar? Oh Mann, es scheint so. Wenn wir ihn töten, wird er wiederbelebt. Okay, das wird mir alles zu viel. Wir müssen hier schnell raus. Aber diese Gänge. Wie weit sind wir eigentlich in den Farlands? Wir müssen in das normale Nether-Gebiet zurück. Aber die Bestie folgt uns. Schnell, weiter, Beeilung. Wir müssen hier raus. Okay, wir töten ihn nochmal. Oh. Er ist weg, oder? Nein. Oh, Mann, dort ist er wieder. Er kann sich einfach immer und immer wiederbeleben. Haben wir noch Obsidian? Dann lasst uns schnell ein Portal bauen, bevor er uns einholt. Jetzt schnell das Obsidian platzieren. Wir müssen hier raus und zurück in die Oberwelt. Okay, anzünden und geschafft. Einfach durchgehen. Hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Schneller. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind durch das Portal, Leute. Das war so knapp. Wir wären fast gestorben. Jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen. Wie er auch immer wieder aufgetaucht ist. Er ist unbesiegbar, oder? Ein Glück, dass wir entkommen sind. Oh, nein. Warum wird hier alles dunkel? Wir kommen in den Farlands in der Oberwelt raus. Oh mein Gott, wir sind in den Farlands gefangen. 30 Millionen Blöcke vom Spawn entfernt. Und der Black Ghast, er kann in die Oberwelt gehen? Leute, helft mir. Was soll ich denn tun? Ich muss wegrennen. Angreifen bringt ja nichts. Ah! Nummer 3. Distorted Alex ist ein Glitch, der jeden in Angst und Schrecken versetzen wird, der den Alex-Skin benutzt. Sie sieht nämlich aus wie der Giant Alex, mit dem Unterschied, dass ihre Augen und Mund aus dem Gesicht gerissen wurden. Als erstes starten wir den Launcher und wählen den Alex-Skin aus. So, das wäre schon mal geschafft. Dann starten wir das Spiel und erstellen eine neue Welt im Überlebensmodus und ohne Cheats. Alles, was in der Welt, die wir gleich betreten werden, passiert, passiert also wirklich im Spiel. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Warten? Für immer warten? Denn die Distorted Alex existiert nicht wirklich. Naja gut, zumindest nicht in dieser Version. Sie existierte nämlich nur in den Beta-Tests für Alex. Um zu beweisen, dass sie wirklich existiert, müssen wir einen Server erstellen und alle Sicherheitsmaßnahmen abschalten. Aber Leute, macht das bitte auf gar keinen Fall nach. Ich riskiere hier mal wieder alles, um Informationen über Alex zu bekommen und nach Hinweisen zu suchen, um die Existenz zu beweisen. Wenn die Sicherheit meines Computers ausgeschaltet ist, kann jeder auf meinen Computer zugreifen und ihn hacken. Okay, und wir sind im Spiel.
aber was ist das für ein Spawn? Ich kann nur Schnee bis zum Horizont sehen. Also gut, ich habe mich auf die Suche nach einem Baum gemacht, um eine Spitzhacke und ein Schwert zu bauen und zum Glück ein Dorf gefunden. Während dieser ganzen Zeit habe ich jedoch nicht bemerkt, was mit der Welt um mich herum geschah. Okay, die Truhe hier plündern und dann ab zum nächsten... Was? Wie kann das denn sein? Der Nebel. Ich kann kaum etwas sehen. Seit wann gibt es Nebel im Spiel? Es sieht nur so aus, als wenn wir die Renderdistanz sehr niedrig eingestellt haben, aber ich habe sie gar nicht verändert und vorher konnte man viel weiter sehen als jetzt. Hä, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Okay, schauen wir mal in den Einstellungen nach. Vielleicht habe ich sie ja geändert und weiß es jetzt einfach nicht mehr. Okay, nein, Leute, die Renderdistanz ist immer noch sehr hoch eingestellt. Wie kann es also sein, dass wir fast nichts vor uns sehen und alles neblig ist? Okay, dann testen wir mal, was passiert, wenn wir die Renderdistanz ganz nach oben stellen. Oh Mann, nichts! Der Nebel bleibt! Und was passiert, wenn wir sie ganz nach unten stellen? Der Nebel bleibt immer noch. Warum ist das so? Könnte es sein, dass jemand oder etwas mein Spiel kontrolliert? Vielleicht sogar Distorted Alex? Ist sie vielleicht in der Nähe? Hat sie hier überall Nebel erzeugt, um sich zu verstecken? Oh Mann, Leute, das könnte möglich sein. Niemand hat die Distorted Alex jemals mehr als ein paar Sekunden gesehen. Das deutet doch darauf hin, dass sie sich teleportieren kann, oder? Berichten zufolge soll sie dabei eine Spur von Redstone-Staub hinterlassen. Also gehen wir jetzt mal los, um diese Spuren zu finden. Oh Mann, Leute, dieser Nebel ist einfach nur nervig. Wir können kaum sehen, wohin wir gehen und es ist noch schwieriger, eine dieser Redstone-Staubspuren zu finden. Ich laufe und laufe und laufe, aber selbst wenn ich im Kreis laufen würde, wüsste ich es nicht. Man kann hier nämlich fast gar nichts sehen. Seht ihr etwas? Schaut ganz genau hin. Passt gut auf. Seht ihr Redstone-Staub? Nein, oder? Kommt, wir gehen weiter. Irgendwas müssen wir doch finden. Irgendwo hier gibt es doch eine Spur von Distorted Alex, oder? Nein? Oh, da, schaut! Hier ist Redstone-Staub auf dem Boden. Ach, das Verrückte daran ist, dass es sogar aktiviert wurde und auch bleibt. Es sieht so aus, als ob der Redstone-Staub durch irgendwas mit Energie versorgt wird, oder? Aber wie kann das sein? Okay, wir schauen mal unter den Blöcken nach. Ist da irgendwo ein Schalter? Oder vielleicht eine Redstone-Lampe oder ein Redstone-Block? Irgendetwas, was den Staub aktiviert? Oh Mann, hier ist nichts. Nichts aktiviert den Redstone-Staub und trotzdem ist er aktiviert. Leute, Distorted Alex bewegt sich schnell, sehr schnell. So schnell, dass Spieler berichten, dass sie eine der unantastbaren Mobs ist. Oh, ich glaube, wir finden sie gleich. Wir dürfen die Spur nur nicht verlieren. Aber wer weiß, wie lange es dauern wird, sie wiederzufinden. Hier, da vorne schon wieder Redstone. Wohin sollen wir jetzt gehen? In diese Richtung? Nein, da ist nichts. Dann auf die andere Seite. Kommt schon. Da, wieder Redstone-Staub. Wo ist diese Alex hin? Sehen wir hier irgendwo wieder Redstone-Staub? Oder sogar die Distorted Alex? Nein, oder? Ich kann auf jeden Fall nichts sehen. Und wo ist die Redstone-Staubspur? Haben wir sie jetzt verloren? Ach Leute, das kann doch nicht sein. Habt ihr nicht aufgepasst? Es muss hier doch irgendwo noch mehr Redstone geben, oder? Nee, hier ist nichts. Es gibt nirgendwo diesen Staub. Okay, dann lasst uns zurück zu den letzten Spuren von Alex gehen. Okay, das hier ist der letzte Redstone-Staub, den Distorted Alex erzeugt hat. Und all diese Redstone-Staubspuren sind aktiviert, was wiederum keinen Sinn ergibt. Das lässt mich aber vermuten, dass sie noch hier sein muss und Fähigkeiten hat, die wir noch nicht ganz verstehen. Ich suche jetzt schon seit einiger Zeit, aber ich habe keine weitere Spur auf dem Boden gefunden. Mann, Leute, wo ist sie denn? Oder existiert sie überhaupt? Es ist auch eiskalt hier und es ist schon wieder Nacht und wir müssen uns am Lagerfeuer aufwärmen. Könnt ihr das sehen? Das Zeichen? Du bist einer von uns. Was bedeutet das? Bedeutet es, dass Distorted Alex versucht, uns zu infizieren? Sodass wir wie sie werden? Das kann nichts Gutes bedeuten. Schnell, lasst uns hier verschwinden. Zurück zum Lagerfeuer. Was ist das denn? Hier brennt alles. Oh nein, wie kann das sein? Das wird mir jetzt zu viel. Schnell, lasst uns weglaufen. Wir müssen versuchen, sie zu finden und zu töten. Aber wie sollen wir das anstellen? Wieder mit einer Falle? Und wir sind der Köder? Okay, ich habe mich in die Tiefe der Minecraft-Welt begeben, um nach Eisen zu suchen, das wir später für unsere Falle für Distorted Alex brauchen. Okay, wir bauen hier noch ein bisschen mehr Eisen ab. Was ist denn hier los? Obwohl ich Fackeln aufgestellt habe, ist plötzlich alles dunkel geworden. Oh wow, was? Einer von uns. Was sind das für Köpfe? Das sind die Köpfe der Distorted Alex. Versucht sie uns zu verwandeln? Wir müssen das aufhalten, schnell an die Oberfläche. Wir müssen mit der Falle beginnen. Da sie sich teleportieren kann, bauen wir einen Graben mit Lava um uns herum. Wenn sie zu uns kommt, aktivieren wir die Falle und sie kann leicht getötet werden. Und wir sind fertig. Wir sind im Käfig. Sobald sie versucht, zu uns zu gelangen, rennt sie auf die Druckplatte und fällt in die Lava. Ich warte und warte, bis etwas passiert, womit ich aber nicht gerechnet hatte. Du bist einer von uns. Steht auf dem Schild. Da, schau. Alex ist hier. Es gibt sie wirklich. Oh nein, was hat sie vor? Wird die Falle funktionieren oder haben wir uns selbst als Köder in einen eisernen Käfig eingesperrt und werden jetzt von ihr angegriffen und vernichtet? Oh nein, das kann nicht sein. Ich hoffe, es klappt. Ja, ja, Leute, sie tappt in die Falle. Sie stürzt in die Lava. Schnell, wir müssen raus und sehen, wo sie ist. Die Lava wurde zu Wasser. Sie hat sie verwandelt. Wo ist sie denn? Was ist hier los?